Heute werfen wir einen Blick auf die Rohstoffförderung in den Ozeanen. Es entsteht momentan ein riesiger Markt für den Abbau von Erzen aus der Tiefsee. Ein Erz ist zum Beispiel Mangan, Kobalt oder Kupfer. Solche Mineralstoffe sind sehr wichtig. Wir benötigen sie zum Beispiel für die Herstellung von Smartphones. Auch die Ölindustrie greift zunehmend auf Ressourcen im Meer bzw. in der Tiefsee zu. In diesem Video schauen wir uns die unterschiedlichen Möglichkeiten, Entwicklungen und eventuellen Gefahren von der Rohstoffförderung im Meer genauer an. Also viel Spaß und los geht's! Zu ungefähr einem Drittel wird Erdöl bereits offshore, was so viel wie weg von der Küste heißt, gefördert. Es handelt sich also um ein längst etabliertes Geschäft. Allerdings findet die Förderung immer tiefer statt. Ein Beispiel ist da das brasilianische Energieunternehmen Petrobras. Im Jahr 1979 bohrten sie in 189 Meter Tiefe. 1985 wurde schon in 383 Meter Tiefe gebohrt. 1992 erreichten sie eine Tiefe von 781 Metern. Von nun an fanden die Bohrungen in der Tiefsee, die ab 800 Metern beginnt, statt. 7 Jahre später, also im Jahr 1999, war auch die Tiefsee längst erobert. Es wurde zu dieser Zeit 1853 Meter unter dem Meeresspiegel gebohrt. Von da an wurden nur noch kleinere Schritte gemacht. Zum Beispiel wurde im Jahr 2003 gerade mal 33 Meter tiefer, also genau in 1886 Meter Tiefe, gebohrt. Obwohl die Offshore-Ölförderung schon immer als riskant gilt, wurde sie sogar von der Regierung unterstützt. Die USA leitet Petrobras ganze 10 Milliarden Dollar zur Ausweitung der Tiefseebohrungen. Die Haltung von Regierungen wurde schlagartig durch die Ölpest 2010 im Golf von Mexiko geändert. Seitdem wurden zunehmend Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Zum Beispiel werden mittlerweile sogenannte Capping Stacks in der Nähe von Bohrungen positioniert. Dabei handelt es sich um komplexe Hauben, die im Notfall über ein Loch, wo Öl austritt, gestülpt werden können. Viel aktueller als Ölbohrungen in der Tiefsee ist die Möglichkeit der Förderung von Methangas im Meer durch Methanhydrate. Aus Sedimentschichten unter dem Meeresboden steigt Methangas nach oben auf und gelangt in das Meerwasser. Bei einer ausreichenden Kälte und einem ausreichenden Druck werden feste Verbindungen mit einem eisähnlichen Aussehen gebildet, die Methanhydrate. Allerdings ist der Abbau sehr schwierig. Methanhydrate halten Gesteinsschichten bzw. Sedimente zusammen. Bei einem Abbau werden Erdrutsche an Kontinentalhängen, das sind Abhänge an den Rändern von Kontinentalplatten, befürchtet. Zum einen bieten Methanhydrate eine Chance für einen neuen Weg der Methangasförderung. Laut Experten sollen sie sogar 10-mal mehr Gas enthalten als alle konventionellen Lagerstätten. Also Lagerstätten an Land, die einfacher zu nutzen sind. Zum anderen könnten Methanhydrate auch eine Gefahr darstellen. Falls die Meere sich weiterhin stark erwärmen, könnte das Freiwerden des starken Treibhausgases schlimme Folgen haben. Experten entwarnen jedoch, die Methanhydrate befinden sich so tief im Meer, dass sie von der Erwärmung nicht so schnell betroffen sind. Die Möglichkeit der Erzgewinnung durch den Abbau von Manganknollen ist auch ein sehr heißes Thema. Manganknollen bestehen, wie der Name schon vermuten lässt, zum Großteil aus Mangan, was viel in der Stahlindustrie benötigt wird. Allerdings sind auch Erze wie Kupfer, Kobalt und Zink enthalten. Die etwa faustgroßen Knollen entstehen durch die Ablagerung metallischer Verbindungen am Meeresgrund. Dieser Vorgang geht über Millionen Jahre hinweg. Eine Manganknolle wächst ca. 5 mm in Millionen Jahren. Die Knollen liegen lose am Meeresgrund. Sie sind also theoretisch einfach aufzusammeln. Mit Hilfe von Maschinen, die sozusagen auf dem Meeresboden entlanggezogen werden, können die Manganknollen an die Oberfläche gebracht werden. Allerdings wird der Meeresboden dabei stark beschädigt. Durch diese Beschädigung werden Ökosysteme, die sich über Millionen von Jahren gebildet haben, in Gefahr gebracht. Der Abbau ist also, bis umweltbewusstere Methoden gefunden werden, sehr fraglich.
Im Gegensatz zu Manganknollen befinden sich Kobaltkrusten oft fest an Seebergen. Für einen möglichen Abbau müssten sie also mit modernster Technik aufwendig abgetrennt werden. Kobaltkrusten wachsen sogar noch langsamer als Manganknollen. Genauer gesagt 1 bis 5 mm pro Million Jahre, auch wenn sie ebenfalls durch die Ablagerung von metallhaltigen Verbindungen entstehen. Trotz dem Namen ist in den Krusten mehr Mangan und Eisen enthalten als Kobalt. Jedoch ist Kobalt im Vergleich mit anderen Vorkommen reichlich vorhanden. Kobalt wird zum Beispiel für die Herstellung von blauem Glas oder Batterien verwendet. Eine weitere metallhaltige Ressource im Meer sind die sogenannten Massivsulfide. Dabei handelt es sich um Metall-Schwefel-Verbindungen. Diese entstehen bei Hydrothermalquellen. Das sind heiße Quellen am Meeresgrund, die sich oft an vulkanisch aktiven Gebieten befinden. Durch Risse am Boden gelangt das Meerwasser tief ins Erdinnere. Dort wird durch die bereits eben angesprochene vulkanische Aktivität das Wasser bis zu 400 Grad aufgeheizt. Dabei werden Metalle und Schwefel aus der Erdkruste gelöst. Da das Wasser mit seinen 400 Grad nun eine geringere Dichte hat, steigt es wieder auf. An der Wiedereintrittsstelle im Meer lagern sich Sulfide ab, weshalb Türme entstehen, aus denen das durch die gelösten Schwefelverbindungen meist schwarze Wasser herauskommt. Deswegen werden diese Türme auch oft schwarzer Raucher genannt. Das heiße Wasser kühlt nun wieder ab und feine Sulfidpartikel sinken zum Grund. So entstehen die Massivsulfide. Diese Ressourcen sollen mit speziellen, extra dafür entwickelten Sammelgeräten aufgelesen werden. Zum Schluss ziehen wir noch kurz ein Fazit. Im Meer gibt es viele und zum Teil neue Möglichkeiten der Rohstoffgewinnung. Dabei geht es um Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfide, aber ebenso um Methanhydrate und die klassischen Ölbohrungen. All diese Möglichkeiten haben ein hohes Potenzial. Sie sind aber auch ausnahmslos mit Umweltrisiken verbunden. Das Meer und gerade die Tiefsee gehört zu den fragilsten Ökosystemen der Welt und konnte sich über Jahrmillionen ohne menschliches Eingreifen entwickeln. Damit unsere Meere weiterhin eine große Artenvielfalt haben, wird von einem überstürzten Vorgehen gewarnt. Wie diese Entwicklung weitergeht, lässt sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren gut beobachten. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst ein Like und Abo da. Tschüss für den Moment, macht's gut!